Hallo, das ist der Kinderstuhl von unseren Enkeln. Die kommen ab und zu mal zu Besuch. Und wenn sie drin sitzen, dann schlackern ja unten die Beine vor sich hin. Das habe ich mir überlegt. Die könnten ja auch die Füße unten aufstellen, aber es fehlt leider so eine Auflage für den Fuß. Ich habe mir da gestern dazu ein Brettchen besorgt. Sowas hier. Das möchte ich ganz gerne hier reinmachen, um das festzumachen, weil es hier gibt ja keine Möglichkeit festzuschrauben und in der Höhe zu verstellen, werde ich zwei solche Rohrschellen nehmen, rechts und links. Die gibt es mit solchen Schraubgewinden und die werde ich dann hier dran machen. So. Und dann werde ich das Stückchen hier in das Brett einschrauben. Und je nachdem, wie hoch es sein muss oder tief es sein muss, verstelle ich das halt durch die Anzahl der Umdrehungen, die ich dann hier in das Holz reinschraube. So soll es aussehen. Ich werde dann gleich mal das Brett ausmessen und zurechtsägen und euch das dann mal zeigen, wie es nachher aussieht. Also bis gleich. So, zum Ausmessen. Ich nehme mal so eine Höhe an, wo die Füße sein könnten. Ungefähr hier. Dann habe ich ungefähr 39 cm. Dann ziehe ich auf jeder Seite mal 2 cm ab. Bin ich bei 35 cm und so lang wird das Brett werden. So wie ihr seht, habe ich das Brett gesägt, in der Mitte ein Loch gebohrt, so dass ich dann halt diese Schraube hier eindrehen kann. Jetzt hat diese Schraube natürlich einen entscheidenden Nachteil. Man kann irgendwo anfassen und hier am Ende, wie ihr seht, ist halt kein Imbus, sondern ein Torx-Anschluss. Das heißt, entweder schraube ich das auf meine Schelle auf hier und drehe es dann rein, so. Oder ich nehme einen Torx-Schlüssel und drehe es dann damit fest rein. Das werde ich jetzt mal für beide Seiten vorbereiten. So, die Seite habe ich schon mal vorbereitet. Jetzt kommt die nächste Seite ran. Das geht recht einfach. Ich brauche das halt nur entsprechend drauf zu schrauben. So, noch ein bisschen nachziehen. So, dann habe ich auch schon die Größe, die ich brauche. Mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher kann ich jetzt die Schelle öffnen. Brauchst nicht ganz weit aufzumachen. Na komm. Sie lässt sich dann in der Regel ein bisschen abklappen. Da haben wohl noch 2-3 Umdrehungen gefehlt. So, dann kann ich die Schelle ums Bein festmachen. Und dann ist es fertig. So, das Brett ist hier fest montiert. Und ist auch recht fest, man glaubt es kaum. Wenn das Kind größer wird und man im Prinzip das Brett tiefer machen muss, dann ist es ganz einfach. Dann löse ich die Schellen, schraube im Prinzip diese Schraube, eine Umdrehung raus hier und da und kann das hier entsprechend etwas tiefer setzen. Und schon habe ich eine angepasste Größe dafür. Das Brett, das bleibt natürlich jetzt nicht so. Das ist jetzt erstmal das Vorstadium. Das werde ich nochmal schön abschleifen. Es wird weiß lackiert und dann ist es auch endgültig fertig. Also wenn ihr Freude daran habt, gerne ein Abo dalassen und viel Spaß beim Nachmachen. So, das Brett ist jetzt fertig montiert, angestrichen und so sieht das dann fertig aus. Da bauen wir die kleinen Beinchen halt nicht in der Gegend rum, sondern die können die Füßchen da drauf stellen. Und wer das halt nicht eckig mag, für den habe ich auch eine andere Variante gebaut.